Hi, mein Name ist Selina und ich hatte das Glück, vor ein paar Jahren endlich transitionieren zu dürfen. Und auch mir sind aber auf diesem Weg einige Dinge passiert und ja, eine Geschichte davon würde ich heute euch gerne mal erzählen. Es ist ein paar Jahre her, da war ich auf der Wiesn und man muss dazu sagen, wenn man in die transfeminine Richtung transitioniert, ist das Passing am Anfang nicht wirklich besonders toll. Trotz Dirndl und trotz einigermaßen geschminkt zu sein, stand ich ganz normal in der Schlange, weil alle Leute müssen nach dem dritten großen Bier leider mal aufs Klo. Und ich stand ganz normal in der Schlange und dann gab es schon die ersten komischen Blicke, getuschelt wurde zwischendrin. Man hat schon richtig gemerkt, dass das eigentlich nicht um irgendwas Lustiges ging, sondern wirklich explizit auf mich. Wenn man sich anfänglich noch so ein bisschen unsicher ist, ist das sehr, sehr beklemmend. Und dann kam die Klofrau, die Schlange entlang, blieb bei mir stehen, dreht sich wieder rum, geht einen Schritt zurück. Ja, also sie ist dann hier fein verkehrt, gell? Ich habe erstmal nicht gewusst, wie ich reagieren soll, denn allein mit meiner versuchten optischen Anpassung der angehenden Weiblichkeit habe ich schon probiert, so zu sein, dass man erkennen könnte, okay, diese Person gehört in die Richtung, aber ja, ich war in der Minute so perplex, ich konnte eigentlich überhaupt nichts sagen, wusste auch jetzt nicht, soll ich aus der Schlange gehen, um andere nicht zu irritieren. Naja, aber ehrlich gesagt, mit meiner weiblichen Richtung dann aufs Männerklo zu laufen, wäre ja auch überhaupt nicht richtig gewesen. Es fühlte sich auch für mich überhaupt nicht richtig an, weil in der Schlange, in der ich stand, war ich für mich richtig. Das war ich. Nur weil mein Körper ein paar Jahre hinterherhinkt, mein Geist ist ja schon immer in die Richtung gegangen gewesen, was auch immer. Und ich muss ehrlich sagen, das hat mich sehr bestürzt. Ich habe mich nicht nur missverstanden gefühlt, sondern auch wirklich überhaupt nicht als Mensch für voll genommen. Weil in erster Linie ist es völlig egal, auf welche Toilette je Mensch geht, denn auf jeder Kloschüssel ist die Kabine immer einzeln abgeschlossen. Also es macht niemand irgendwie eine fremde Türe auf. Insofern gibt es auch keinen Menschen, der sich über irgendwas negativ äußern müsste oder sonst was. Umso mehr haben sie mich auch halt einfach diese Blicke und das Ganze drumherum wirklich mürbe gemacht. Ich bin dann relativ schnell danach auf meinen Platz, habe dann noch eine Viertelstunde mit den Bekannten verweilt. Und es war mir aber innerlich so unangenehm, weil ich in dem Moment das Gefühl hatte, ich werde nur noch angestarrt von allen Menschen, auch wenn es gar nicht so war. Aber in diesem Moment ist es so innen drin, man ist ja anders. Ja, aber ich will doch gar nicht anders sein. Ich bin weiblich, ich bin transitioniert. Warum darf ich nicht einfach auf die Toilette gehen, auf die ich möchte?